Turnier kann man überschreiben mit dem Turnier der 7 Meter. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Schluss zu einem ganz wichtigen Punkt, zur Siegerehrung. Aber bevor wir die Siegerehrung vornehmen, möchte ich noch einige Dankeschön losbringen, und zwar in erster Linie an die Spieler, die wunderbare Spiele abgeliefert haben, des Weiteren an die Trainer und an die Betreuer, an die Schiedsrichter und ganz besonders auch an die Leute, die man nicht so oft gesehen hat, die draußen in der Küche uns fleißig bedient haben mit Essen und Trinken. Dankeschön. Ich glaube. Ich wollte sagen, ich glaube, denen geben wir einen Applaus, aber das Publikum weiß, was notwendig ist. Dankeschön. So, und dann, Jungs, wollen wir euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Es gibt eigentlich nur Sieger und der eine hat ein bisschen mehr und der andere hat ein bisschen weniger Glück. Das soll aber jetzt auch nicht auf dem ersten Sieger angesprochen sein. Denn es kann nur einer Sieger werden und demzufolge gibt es auch einen, der den letzten Platz belegt. Das ist in dem Fall der SD Oberreinbach. Bitte der Spieler nach vorn und dann bitte von jedem Verein immer gleich noch ein Betreuer mit herkommen zur Siegerehrung. Von den Frankenkickers nach vorne, ja, die Frankenkickers, den 7. Platz. Glückwunsch. Dann geht es weiter mit dem 6. Platz, dem DSC Weißenbronn, die erste Mannschaft. Kommt
diesem Fall aus Dietenhofen. Bitte nach vorne. Nach Hause den Ganz zu wünschen und ich sage bis zum nächsten Mal.